So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke, ich hab Hunger und ich hab Samyang-Nudeln. Und das heißt, ich werde mir jetzt wieder was machen. Ein kleines Experiment. Denn wir haben letztens diese Samyang-Nudeln getestet ohne Soße. Die gibt's wirklich so zu kaufen. Das ist wirklich original von Samyang. Hier oben seht ihr das. Samyang haben wir in einem Asia-Shop in Berlin gefunden. Einfach ganz normale Plain Noodle Only. Plain Noodle Only von Samyang, dass ihr einfach nur die Samyang-Nudeln habt. Wir haben letztens die Chili-Mango-Soße von Bierschanga dazu getestet, die sie selber gemacht hat. Und jetzt habe ich gesehen im Schrank, ich habe hier noch ein Gläschen Erdnuss-Satay. Ich habe hier noch auf jeden Fall ein Glas Erdnuss-Soße, sagen wir mal dazu. Und was ich immer richtig genial fand, asiatische Nudeln mit Erdnusssoße. Deswegen möchte ich die jetzt mal probieren. Die Samyang-Nudeln featuring Erdnuss-Satay. Und wenn es nicht scharf ist, was es sicherlich nicht ist, ist ja nur Erdnuss, habe ich natürlich noch Mad Dog am Start. Das heißt, wir werden jetzt eine Packung Nudeln machen, ein bisschen davon drauf, also vermischen, probieren, dann Mad Dog dazu und dann ist das mein Mittagessen. Dann habe ich genau noch zwei Packungen übrig, wozu ich sicherlich auch irgendwann noch irgendwas Geniales finden werde. Jetzt aber erstmal hier dieses Gläschen mit Erdnussdatei. Wir können sie direkt mal hier öffnen. Adi ist auch am Start, wie man sieht. Jetzt haben wir das auch hier aufgemacht. Adi, tu mal deinen Kopf weg. Guckt mal hier rein. Das Erdnuss-Satay. Hier ist das ganze Erdnussöl. Wenn ich es noch weiter nach vorne mache, läuft alles raus. Es riecht aber unglaublich gut. Für mich zumindest, für Adi nicht so. Adi, riech mal. Seht ihr, wie gut das riecht? Es riecht so gut. Der Adi fühlt sich auf jeden Fall richtig in die Enge getrieben. Wir machen jetzt die Samyang-Nudeln warm und dann testen wir das Erdnuss-Satay mit Samyang und dann Mad Dog und dann BAM. So, die Nudeln sind fertig. Adi ist gerade vom Schrank gesprungen. Adi ist gerade im Waschbecken und trinkt das Nudelwasser. Das ist der Teller mit den Samyang-Nudeln. Und das Gute ist, wenn man so einen riesen Teller hat, dann sehen die Samyang-Nudeln einfach voll weniger aus. Aber so eine Portion ist auch eigentlich nicht viel. Deswegen mache ich mir immer gleich zwei mit einmal. Aber eigentlich ist das schon wieder nicht gut, weil die haben es in sich. Die machen Fett. Und wenn man immer zwei Packungen mit einmal isst, ist es auf jeden Fall, hast du irgendwann die Brille auf. Jetzt haben wir hier dieses schmierige, guckt es euch an, ölige, fettige, nussige. Und irgendwie muss ich das Zeug jetzt hier drauf klatschen. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie rummachen kann. Ja, man kann es rummachen. Es ist auf jeden Fall sehr flüssig. Ich glaube, wenn ich zwei Packungen gemacht hätte von dem Erdnuss-Satay, hätte ich wahrscheinlich sogar das ganze Glas drauf. Jetzt muss ich es aufteilen, dass immer irgendwo ein bisschen was ist. Genau, das, wir sagen jetzt einfach mal ein bisschen dazu. Und dann haben wir auch das halbe Glas schon weg. Und das andere halbe Glas Erdnuss-Satay kann man sich ja aufheben, wenn man irgendwann selber nochmal China-Nudeln vom Asiamann normal hat. Und ja, das sieht jetzt so aus, mit einem Haufen drauf. Das müssen wir jetzt ein bisschen rummischen, dann mal vielleicht probieren. Ich schmiere das jetzt hier alles ein bisschen platt im Erdnuss-Satay. Können wir das schon jetzt als Thumbnail mal nehmen. So. Ich weiß nämlich nicht, was ich davon halten soll, deswegen komisches Gesicht. Nehmen wir mal hier so einen kleinen Bambel Nudeln an mit Erdnuss-Satay. Die sind halt, vielleicht hätte ich doch das ganze Ding nehmen sollen. Da ist so wenig Soße dran. So wenig Soße dran, sage ich gerade, aber das ist so ölig und so fettig und so brutal. Es muss eigentlich so reichen. Das ist ja wie die Leute, die sich immer hier dieses Pesto an die Nudeln machen. Einen ganzen Batzen Nudeln und so ein kleines Häufchen Pesto. Wenn du das ganze Glas dran machst, dann stirbst du auch, weil es ja so ölig und fettig ist. Das schmeckt an sich sogar richtig gut, muss ich sagen. Diese Erdnussnote kommt gut durch, aber
ich wäre nicht der Ramses. Mir fehlt trotzdem die Schärfe, die die Samyang-Nudeln sonst an sich haben. Deswegen nehmen wir uns jetzt die Mad Dog 357 600.000 Scoville Silver Edition. Machen uns mal ein paar Tröpfchen da auf die Nudeln drauf. Dazu gehen wir einmal hier hin da. Ein Tropfen da, ein Tropfen in die Mitte, ein hier vor, ein dort. Ich glaube, das war schon wieder viel zu viel. Jetzt vermischen wir das Ganze nochmal und dann haben wir nicht nur super geniale Erdnussnudeln, sondern auch scharf. Und das ist ja das Gute bei dem Mad Dog und bei den Samyang und bei allem anderen. Einfach eine so eine Portion anzufertigen. Ach du meine Güte. Alles aufs T-Shirt. Ah, und dann brennt es auch noch direkt. Als würde der ganze Flatschen Mad Dog Soße einfach genau aufs T-Shirt gefallen sein. So, wir probieren es nochmal. Diese Samyang Nudeln auf dieser Mad Dog Soße mit dem Zeugs. Ich glaube, so dieser Haufen sieht einfach besser aus im Thumbnail. Den können wir jetzt probieren. Der ist jetzt richtig schön sauciert. Guck dir das an. Eine Mischung aus Fett und scharf. So wie ich, genau. Guck dir das an. Aber dieser Erdnussgeschmack ist einfach mega genial. Ich liebe Erdnussnudeln. Das zieht auf jeden Fall durch. Aber ist trotzdem ein richtig geniales Gefühl. Geht sparsam mit der Mad Dog Soße um, jedes Mal. Unterschätzt das nicht. Genial. Hätte ich lieber noch eine zweite Packung gemacht und hätte die ganze. Das ganze Glas Erdnussartei drauf, dann hätte ich auf jeden Fall jetzt eine größere Portion. Also muss ich mir gleich was anderes zu essen suchen. Oder mal auf die. Oder auf Diät gehen. So muss man auf jeden Fall essen. Das ist das Beste, was passieren kann, wenn das Essen zu einem richtigen Abenteuer wird. So. Wir sind auch gleich durch. Mir geht's auch richtig gut, muss ich sagen. Das ist jetzt keine Herausforderung für mich, ja. So sieht es eigentlich jeden Tag aus, wenn ich esse. Wo anderen die Haare zu Berge stehen, was macht der da? Aber. Solange es schmeckt und die Nudeln wieder auf den Teller fliegen. Das größte Problem hier gerade ist wahrscheinlich eigentlich nur, dass das so ewig fettig ist. So mega ölig und beim Einatmen sich die Schärfe in die Lunge setzt und man dann husten muss. Und das ist Essen mit Genuss. Lasst euch das sagen. Lasst euch da nicht abschrecken. Ich glaube, ich weiß, was ich da tue. So, die Portion ist auf jeden Fall leer. War eine richtig gute Idee. Die Samyang Nudeln, it's Noodle Only, Plain Noodle Only zu kombinieren mit dem
Erdnuss-Satay featuring featuring Mad Dog. So, macht das nicht nach, außer ihr esst gern scharf. Wir können da machen, was er will. Da war noch Maddox-Soße am Finger, die vom Deckel hier runtergelaufen ist. Das ist genial. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.